Diejenigen, die sich dem Bösen verschrieben haben, fürchten kaum etwas so sehr wie den Tod. Denn niemand weiß, ob all jene, denen man Böses getan hat, sich im Jenseits rächen. Und Janibas hat vielen Böses getan. Als der Zauberer sich in seinen Palast zurückzog, beschwor er alle Kraft herauf, die sein kostbares Amulett hergab, um sich vor dem kommenden Gemetzel zu schützen. Egal, ob Licht oder Dunkelheit obsiegen würde, es würde kein leichter Kampf werden. Und mit diesen mystischen Worten herzlich willkommen zu Stronghold Legends. Und ich glaube tatsächlich, das ist die letzte Mission, beziehungsweise das letzte Kapitel in dieser Ice Quest. Und danach spielen wir als Böse. Oh, was freue ich mich darauf. Aber erstmal zur Aufgabe. Janibas aus seiner Feste zu jagen, wird unsere bisher größte Herausforderung. Es ist, als würden wir einen Bären aus seinem Winterschlaf wecken. Nur ist es 100-mal gefährlicher. Anscheinend gelangt man über verschiedene Wege zum Zauberer. Aber ich verwette meinen Stiefel, dass er auf jedem Pfad ein paar Überraschungen für uns parat hat. Dietrich und ich stehen euch zur Seite. Mein Sohn wird nicht in einem Land aufwachsen, in dem derart böse Kreaturen leben. Nein, auf keinen Fall. Darauf verwette ich auch meinen anderen Stiefel noch. Ja, Ziele. Ach, das wird so eine Belagerung. Oh boy. Tötet Janibas, Dietrich stirbt, Hildebrand stirbt. Ach, hey, guckt euch da. Oh boy. Tipps. Es gibt viele Wege zu beschreiten, jedoch bringt an... Was? Es gibt viele Wege zu beschreiten. Jeder. Jeder bringt andere Gefahren. Beobachtet eure Truppen und wählt entsprechend. Der Weg, der am einfachsten aussieht, kann verbogene Gefahren. Jawohl, wahrscheinlich. Die Macht des Winters, der Eiskönigin, kann über schwierige Stellen im Land hinweghelfen, wo feindliche Truppen außerhalb eurer Reichweite sind. Ja, das ist klar. Die kann nämlich das Ganze einfrieren. Janibasburg ist von Wellen umgeben. Ihr müsst einige Truppen am Leben erhalten, um sie einzureißen und Zugang zu gelangen. Ja, das kriegen wir hin. Manche Wege sind einfacher als andere, doch keiner ist leicht. Niemand erwartet einen schnellen Sieg, greift langsam an und verschwendet keine Truppen. Ja, Eiskönigin. Oh, Ritter. Okay, das sind unsere Truppen. Zeig mal her, was haben wir denn hier? Wir haben... Wow. Wow, wir haben einen Ritter. Das ist er hier und er darf nicht mehr sterben. Ich dachte jetzt, wo die Ritter hier gezeigt haben, dass wir jetzt endlich hier Ritter kriegen können, aber nee. Oh boy, so, wie sieht denn das hier aus? Paar Wölfe, easy, kriegen wir easy weg. Gar kein Problem. Das hier vorne wird kritisch, die da wegzukriegen. Ah, hier vorne sind Drachen. Da vorne sind so ein paar, also da müssen wir echt aufpassen. Hier sind überall so ein paar Krabbler. Hier außenrum könnte halt echt... Alter, also das hier würde ich ganz gerne umgehen. Ich glaube nicht, dass unsere Truppen das hier überleben. Hier vorne... Tatütata. Hier vorne rum sieht halt auch ganz angenehm aus, tatsächlich. Wenn man hier vorbeikommt, ohne die hier alle anzugreifen oder ohne, dass die hier einen angreifen, dann kommt man hier vorne rum. Ja, die Drachen könnten uns tatsächlich nützlich sein. Wir können mit allen hier schnell durchrushen oder so. Dann hier hoch. Und dann müssen wir das hier noch einnehmen. Oh boy, das wird krass. Das wird schwierig. Ich glaube echt, dass das ziemlich, ziemlich schwierig wird. Hier unten lang wäre quasi mit am einfachsten. Ich glaube, ich versuch's mal hier unten lang. Kann ich denn vielleicht schon ein paar Bogenschützen einfach mal nach vorne stellen? Können die den... die können den hier vorne schon ausschalten. Guck mal! Schon easy peasy. Nein! Hey! Könnt ihr den nicht... Ich dachte, den könntet ihr treffen. Nee, okay, anscheinend nicht. Ja, schade drum. Ja, dann gehen die Boys hier erstmal nach vorne, die Pikiniere. Ja, den Hund könntet ihr doch wohl töten, danke. Gut, das Spiel ist schon automatisch auf sehr, sehr schnell gestellt. Wir haben einen Riesen. Den Riesen werden wir auf jeden Fall als ganz letztes rufen, um alles einzureißen. Ja, die Ritter können auch schon mal nach vorne laufen. Wir werden hier vorne rumgehen. Und wir müssen das hier ganz schnell ausschalten. Irgendwie wahrscheinlich mit der Eiskönigin einmal einfrieren oder so. Naja, schauen wir mal. So, erstmal die Bogenschützen nach vorne. Die werden hier das hier einmal töten. Zack. Und dann hier den ganzen Rest töten. Oh, warte, erstmal die Pikiniere muss ich noch ein Stückchen weiter nach vorne schicken. So, dann können die Bogenschützen hier ein bisschen eskalieren. So. Der Weg zum dunklen Palast teilt sich in drei Abschnitte. Ja. Welchen Weg sollen wir nehmen? Keine Ahnung. Ich tendiere erstmal zum rechten hier vorne. Aber so hundertprozentig sicher bin ich mir da tatsächlich noch nicht. Ich glaube, wir rushen hier einfach durch, oder?
Wir nehmen alle unsere Einheiten und rennen hier einfach durch. Außer den Riesen. Eigentlich müssen wir mit allen durchrennen. Pass auf, die Eiskönigin muss auch nach vorne. Wir können ja erstmal alle hier vorne sammeln. Hier ist ja so ein kleiner Sicherheitspunkt noch. Oh, okay. Wir rennen mit den Pikinieren erst durch, denke ich mal. Pikiniere und Ritter sollten erst durchrennen. Mit den Schildjungfern. Ja, mit den Schildjungfern. Die rennen als erstes durch. Fangen dann ein bisschen das Feuer ab. Und holen sich die hier vorne. Das heißt, ihr rennt nach hier unten. Könnt auch gerne auf aggressiv gehen. So, die Eiskönigin geht direkt mal hinterher, um gleich das da vorne einzufrieren. Obwohl, eigentlich können jetzt alle auch hinterher. Zack, ihr könnt auch gerne auf aggressiv. So, Eiskönigin. Ja, ja, die werden da ein bisschen abgeschossen, aber das ist gar kein Ding. Die Eiskönigin kann hier gleich das einfrieren. Und dann haben wir hier schon mal die Bogenschützen nicht zu befürchten. Hallo, Eiskönigin. Ach, mein Gott, bist du lahm. Haben wir es dann? Bitte. Ja. So, das wäre dann schon mal eingefroren. Wunderbar, und jetzt rennen wir weiter. Ach, guck mal, hier sind Menschen fallen. Okay, gut, dass ich die beiden hier direkt nach vorne geschickt habe. Ach, herrje. Oh boy, hier sind halt echt Menschen fallen. Das ist ein bisschen unlucky. Ich meine, die haben von irgendwelchen Wegen gesprochen, die bedrohlich sind. Wir können die Pferde wieder hufen. Okay. Ja, da könnt ihr einfach mal das hier ganz kurz töten. Oh boy, machen die Menschen fallen Schaden. Ach, herrje. Was wollt ihr? Ja, Leute, lauft erstmal weiter. Die Menschen fallen, die sind gleich schon weg. Das ist nicht so wild. Das überleben die schon. So, wir können weiter Pferde rufen. Denn wir kriegen hier unten ein bisschen Ehre von diesem Ding hier. Plus ein, jo. Wir können ewig Pferde rufen. So, das war auch schon mit das Gefährlichste, glaube ich. Diese ganzen Menschen fallen hier vorne. Die haben wir ja, glaube ich, jetzt alle ausgelöst. Ja, das sieht gut aus. Okay, die sind alle ausgelöst. Das heißt, wir können jetzt mit denen noch ein Stückchen nach vorne. Oh nein, da vorne sind noch... natürlich rennen sie noch in den Menschenfallen rein. Okay. Ritter, Pikiniere sollten nach vorne gehen, damit wir mit den Bogenschützen gleich die von den Mauern holen können. Ja. So, yes. Jetzt, die werden angegriffen. Bogenschützen, die noch überleben. Geht ganz schnell hinterher und tötet die. Tötet die. Ach, kacke. Fast alle Bogenschützen sind einfach mal verreckt. Super. Ast rein. Go, go, go. Töten, töten, töten. Eiskönigin, auch. Bitte. Habt ihr alle ein Pferd? Ja. Ja, dann kann ich euch jetzt eigentlich auch alle nach vorne. Ach, du Kacke, was ist denn hier los? Was ist denn hier passiert? Ach, hier ist so ein Dingsbums drauf. Ach, du Kacke. Ja, ich meine, wir versuchen es jetzt einfach mal. Wir versuchen es jetzt einfach mal durch. Ich glaube nicht, dass wir das jetzt noch schaffen. Der Burgherr wird angegriffen. Ja, der Burgherr wird angegriffen. Das ist nicht so wild. Das schaffen die schon. Batz! Wunderbar. Da war der Riesenjoker. Okay. Komm, komm, komm. Armbrüste, greift das da vorne an. Mein Herz ist rein. Burgherr kann sich mal ein bisschen verpissen. Riese. Mach mal hier die Mauer kaputt, damit die da runterfliegen. Danke. Und jetzt stampf mal hier rum. Die Eiskönigin ist da auch ein bisschen. Nein, 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 Riese, renn, 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 renn. Nicht mal ich komme dahin. So. Nicht mal ich komme dahin. Doch, du kommst dahin. Das schaffst du. Yes, little one. What? Plötzlich die Stimmenänderung. Der Burgherr wird angegriffen. Ja, der Burgherr kann mal schön auf seinem Ross hier wieder zurückreiten. Genauso wie du. Ach, wir haben nicht genug Ehre für noch ein Pferd. Die kosten 15 oder so. Ne, die 20 sogar. Ach, herrje. Okay, das sind jetzt echt... Da sind echt nicht viele Einheiten übrig geblieben. Diese Menschenfallen hier unten waren halt... Also, das war halt fast noch schlimmer als alles, was hier sonst noch so passiert. Also... Da, ja. So, jetzt müssen wir das hier noch irgendwie einreißen. Ach, je. Oh, er ist auch krass. Er kann tatsächlich Feuer herbeirufen. Ach, du Kacke. Ja, wie machen wir das? Wir sollten diese Vögel ausschalten. Oh, ja super, da fällt der Riese erstmal um. Super. Okay, dann machen wir das nochmal zurück. Pass auf, ihr bleibt hier. Nee, warte. Ihr bleibt hier, ihr beiden. Und der Rest, bitte, der kommt hier mit. Meine Zeit nicht. Oh, ups, Obenansicht. Ich denke nicht, dass wir das schaffen, aber ihr geht jetzt erstmal nach vorne. Wir versuchen es einfach mal. Bitte verschwendet nee, meine Zeit nee, nicht. Das wird nichts. Hier sind überall Menschen falsch. Ach du Kacke. Nee, never ever schaffen wir das. What the hell? Okay, das ist halt, das ist so dumm, dass man hier überhaupt nicht durchkommt. Ich weiß nicht, wie soll man das denn schaffen? Kommt näher, Prinz Dietrich.
Ich habe ein paar schmerzhafte Geschenke für euch. Ja, ich habe auch ein paar schmerzhafte Geschenke für dich. Und zwar, dass ich aus Versehen die falsche Taste drücke. Okay, wisst ihr was? Das war traurig. Das versuchen wir nochmal. Okay, gut. Neuer Versuch, neues Glück. Erstmal alle nach vorne. Zack, 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 zack. Außer ihr beiden. Außer ihr beiden. Ihr könnt erstmal hinten bleiben. Euch brauche ich nicht. So. Ich glaube, ich kann nicht erstmal hier vorne hinstellen, ohne dass irgendwas passiert. Der Weg zum dunklen Palast teilt sich in drei Abschnitte. Welchen Weg sollen wir nehmen? Nicht den rechten. Auf keinen Fall den rechten. Das haben wir schon mal gelernt. So. Ihr wollt mir befehlen? Ja. Zeigt mir den Ach krass. Also die, wenn ich mehrere Truppen ausgewählt habe, dann spricht immer die Einheit, welche den höchsten Rang hat. Wenn ich Ritter und berittene Ritter ausgewählt habe, dann sprechen die berittenen Ritter, weißt du? Wenn ich Bogenschütze und Armbrüste ausgewählt habe, dann sprechen die Armbrüste. Und von diesen Truppen, obwohl die Eiskönigin dabei ist, ist er der Riese, der die höchste Macht hat. Wo soll ich kämpfen? Krass. Okay, was ist, wenn der Riese nicht dabei ist? Dann dürfte aber die Eiskönigin sprechen, oder? Ich bringe ja. den Winter okay. mit. Ach krass. Gut, hätte ich nicht gedacht, ja, dass die Riesen über so einer Eiskönigin stehen. Was gibt es? Heftig. Na gut, kann man mal machen. Ihr. Ist der Mittelweg denn wirklich? Der Mittelweg ist halt komplett tödlich. Da kommen wir never ever lebend durch. Vielleicht sollten wir echt hier vorne rumrennen. Schwierig. Schwierig, ich bin gerade echt am Überlegen, wie man das hier halbwegs gut hinkriegt. Also euch muss ich nach vorne schicken erstmal. Bogenschütze und Armbrüste schicke ich jetzt einfach mal direkt hinterher. Und eigentlich, eigentlich auch die Eiskönigin. Also Eiskönigin, Bogenschütze, Armbrüste. Bitte, ihr kommt direkt hinterher. Meine Zeit nicht. Ihr kommt nämlich Wo hier soll unten ich hin. Kämpfen? Los, rennt. Warum bleibt ihr stehen? Der bescheuert, rennt! Rennt, wir rennen jetzt einfach komplett durch. Wunderbar. Der Rest kann hier auch einfach jetzt mal hinterher. Ach, jetzt kommen hier Werwölfe durch. Ach, komm schon. Mama mia. Okay, das machen wir gerade nicht. Ihr rennt einfach erstmal weiter. Ihr rennt einfach erstmal hier weiter durch. Rennt. Oh boy, da werden halt echt viele Einheiten verrecken. Aber ich glaube, das ist tatsächlich gerade der beste Weg, hier vorne einfach durchzurennen. Oh, der Riese, der macht richtig Dubstep. Ding, 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 ding. Okay, ich hoffe, dass die Eiskönigin das überlebt. Ja, das sieht gut aus. Ihr rennt bitte weiter hier unten rum. Ihr auch noch da ganz hinten. Ihr auch noch da ganz hinten. Das dürftet ihr aber schaffen, oder? Oh, shit. Na los, rennt. Eiskönigin, gib ihm. Mit der Macht des Winters wirst du gleich sowas von alle einfrieren. Und zwar die hier. Wunderbar. Armbrust jetzt auch nach vorne. Okay, wir sind erfolgreich an den Drachen vorbeigekommen. Holy shit. Okay, gut. Okay, seid nicht in Reichweite dafür. Okay, es haben schon mal deutlich mehr Leute überlebt, als ich dachte. Es ist... Puh, ausgezeichnet. So, jetzt können wir tatsächlich wieder unsere Taktik ein bisschen anwenden. Und zwar Schwertkämpfer, Schildjungfer nach vorne. Bogenschützen hier hinter. Und das dürfte sich dann hier auch von alleine klären, das Problem. So, gib ihm. Armbrüste können ja auch mal hier dazu stoßen. Das dürfen die jetzt hier eigentlich alles schaffen. Ja. Zack, jawohl, die friert erstmal alles ein. Ja, das war das. Gut, cool. 1A. Dann darf dieser ganze Pack noch weiter nach vorne laufen. Denn ich denke mal, dass ihr die hier ganz easy töten könnt. So, du wirst die wahrscheinlich jetzt hier direkt mal einfrieren, oder? Der Winter soll kommen. Zack, jawohl, erstmal ein riesen Packen hier eingefroren. Vorne auch nochmal bitte einfrieren. Yes, ach so, OP. Okay. So, okay. Gut, ihr könnt hinterher. Habe ich hier noch irgendwelche Truppen vergessen? Ja, euch beiden. Das ist natürlich relativ wichtig, dass ihr auch mitkommt. Pass auf, ihr versucht mal einfach hier jetzt ganz schnell durchzureiten. Sieht halt schon ein bisschen dumm aus. Okay, mal gucken, ob ihr das schafft. Briten da durchzukommen. Na, einer hat es geschafft. Immerhin, den zweiten kann ich gleich sein Pferd wieder rufen. Ist kein Problem.
Du kriegst sie. Jetzt dein Pferd wieder und gib ihm. Lauf! Lauf! Oh, okay. Easy. Die werden hier die ganze Zeit abgeschossen. Ist ja fies. Dann gönnt ihr euch jetzt mal die Mauer da oben. Und ihr müsst hinterher. Die Königin kommt. So. Ihr macht diesen Turm da bitte ganz schnell kaputt. Weil die da oben fucken mich übel ab. Los, schnell durch, Freunde, schnell durch. Kommt näher, Prinz Dietrich. Ich habe ein paar schmerzhafte Geschenke für euch. Ja, das glaube ich dir sogar. Ich will, dass die rennt. Renn! Die sterben hier doch alle. Ich bringe den Winter mit. Warte, sind echt keine Ritter und Pikenier. Doch, okay, doch, die sind nur schon durchgelaufen, okay. Gut, die wichtigen Truppen haben überlebt. Wunderbar. Die Ritter werden jetzt nicht von den Pfeilen hier sterben. Nee, das ist alles easy. Obwohl, einer könnte... Die fokussieren echt den einen hier, ne? Ah, das schafft er auch. Okay, cool. Ja. Ich würde sagen, das läuft gut. Wir schicken jetzt Ritter und Pikeniere durch. Mitsamt... mit euch. So. Ihr geht durch. Go, 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 go. Wir versuchen's. Ihr bitte auch nach vorne. Und die Eiskönige auch. Wir rennen jetzt mit allen rein. So, du. Mach da kaputt. Zack. Hau da einmal drüber. Jawoll. Jawoll. Okay. Macht alles kaputt da vorne. Bogenschütze, seid ihr eigentlich bescheuert? Geht da hinten raus. Oh mein fucking... Oh mein Gott, wir sind da nicht durchgekommen. Oh oh. Das sah so gut bis gerade eben aus. Nein. Komm schon, mach die Mauer da weg. Ich sehne mich nach der nein, 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 ihr müsst die Mauer wegmachen, ihr Bescheuerten. Ich versuche nur von dem Feuer auszuweichen mit den anderen Einheiten. Ja. 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 Ich glaube, wir kommen da jetzt durch, oder? Komm, ein Hit noch. Einer noch. Yes, okay, wir sind durch. Okay. Ich speichere mal ganz kurz. Pass auf, speichern. Nein, nein, nicht laden. Speichern. Speichern. Ja. Ah, Angriffe, Riesenhilfe. Das waren noch Zeiten. Okay, kurz vor dem Angriff. Mal schauen, ob wir das schaffen. Spiel gespeichert. Ich bin gespannt, weil das war echt ziemlich retardiert. Wir haben fast alles verloren. Wir können nochmal hier vorne die Mission hier holen. Vielleicht bringen die uns ja auch noch was. Okay, ich hoffe, dass die das hier überleben. Ja, natürlich. Natürlich. Oh, whoops. Ich habe aus dem Bild geklickt. Er schafft's aber. Immerhin. Ihm kann ich ja gleich sein Pferd wiedergeben. Wir haben so viel Ehre. Gar kein Ding. Da hol dein Galoppelchen wieder. Gut. Ja, wir können jetzt einfach alle auf ihn eigentlich gehen. Pass auf, erstmal gehen nur die Pikeniere. Die Pikeniere und die Ritter gehen erstmal nur rein. Und die Eisjungfern, die können auch mit rein. Ja, ich glaube, ihr geht erstmal nach oben. Okay, zack, 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 zack. Jetzt habe ich die Ritter nicht mitgeschickt. Egal. So, die Ritter können jetzt mitkommen. Möge Gott mit uns sein. Let's go. Das dürften die schaffen, oder? Wir schicken jetzt mal die hier so ein bisschen mit. Wo soll ich kämpfen? So. Macht Platz für die Königin. Let's go, let's go, let's go. Ihr ruft auch mal eure Gedönse da oben hin. Befehligt mich. So, und die gehen auf den Boy. Yep. Yep, yep, das sieht gut aus. Cool. Das sieht solide aus. Die Schildjungfer könnten das tatsächlich da oben schaffen. Ja, geht mal hin hier. Angreifen, angreifen, all in. Das schaffen die, oder? Ich rufe dir nochmal ein Pferd. Wo willst du hin? Geh nach hier oben. Go, gib ihm. Ich hoffe, wir schaffen das hier oben. Wir müssen halt echt nach da oben. Hey, Hexe, wie wär's? Oh, du kannst ihn da oben angreifen. Nice, die kann ihn die ganze Zeit einfrieren. Er ist so gut wie tot, das haben wir geschafft. Easy. Nicht perfekt gespielt, aber geschafft. Hey, bleib mal bei dem. Den hast du so gut wie tot. Komm, ein, zwei Mal noch, dann ist er weg. Was wollt ihr von eurer Königin? Einmal. Die Ritter da vorne, ja, die haben auch noch genug Leben. Ja, machst du super. Als Hexe, machst du schön. Zack, yes. Easy. Gefangen genommen? Da habe ich gerade vom Turm hier gestoßen. Ich denke mal, dass das jetzt hier gewonnen ist, oder? Also, das sieht zumindest ziemlich gewonnen aus. Ist aber sehr idyllisch, muss ich sagen. Sieg. Oh, wenn ich Tab drücke, ist Sieg weg. Oh, kommt Sieg nochmal wieder oder nicht so? Ich habe gerade Tab gedrückt, um dieses Idyllische hier einzufangen. Bitte, komm wieder. Ja, oh. Schlechter, Totschläger, Mörder.
Nun, da Alter Schwede. Dort war, kehrte wieder Frieden im Land ein. Und Dietrich war frei, um Königin Virginal zu heiraten. Gönnt ihm dieses Glück, denn es wird noch viele weitere Abenteuer für Dietrich geben. Die Götter sind mit ihm noch nicht fertig. Das klingt ja schon wie eine Drohung. Ja, die Legende von Dietrich, das haben wir erfolgreich abgeschlossen. Ha, easy. Oh, wie glücklich sie sind da oben einfach. Oh, what the hell. Sie sieht aus wie so ein Olaf. Okay, das Ende. Ihr habt eine Auszeichnung bekommen. Woo, Streiter des Nordens. Auszeichnung für den Abschluss der Eiskampagne. Dankeschön für diese Auszeichnung. Wunderbar. Ja, nächste Mission. Ja, ich würde sagen, wir starten damit Rache. Aber das machen wir erst in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zugucken. Und wir sehen uns auch beim nächsten Mal wieder. Tüdelü.